Komm in eine aufrechte, stehende Position. Atme gleichmäßig lang ein und aus. In jeder Einatmung verlängere den Scheitel Richtung Himmel und mit jeder Ausatmung erde alles unterhalb des Nabels Richtung Boden. Atme tief ein und aus. Mit deiner nächsten Einatmung führe langsam deine Hände über vorne nach oben. Und ausatmen, senke die Hände wieder neben den Körper für die Bergposition. Tiefe Atmung, einatmend über vorne, zieh nach oben lang. Und ausatmen, senke deine Hände. Lass den Atem vor der Bewegung beginnen, zieh dich einatmend lang. Und ausatmen, senke. Der Atem beginnt vor der Bewegung, über vorne, zieh dich nach oben lang, endet nach der Bewegung. Ausatmen, senke die Hände für die Bergposition. Atme tief ein, über vorne, zieh dich nach oben lang und ausatmen, komm in deine erste Vorbeuge, beuge deine Knie. Einatmen, bring die Hände über vorne nach oben, Uttana Tadasana. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge, entspanne Kopf und Nacken. Einatmen, führe die Hände über vorne nach oben. Und in jeder Ausatmung falte dich zusammen, der Nabel zieht nach innen und nach oben. Atme tief ein, 2, 3, 4, atme aus, entspanne am Ende der Ausatmung den Kopf komplett. Atme tief ein, bleibe hier. In jeder Ausatmung lass hier den Kopf mit Hilfe der Schwerkraft entspannen. Führe den Atem über die Körperrückseite bis in den unteren Rücken. Und in jeder Ausatmung erde die Füße und Hände gleichmäßig. Noch einige Atemzüge, bleibe hier. Entspanne auch hier die Gesichtszüge und den Kiefer. Atme tief ein und aus. Strecke dich einatmend halb hoch und steige mit dem linken Fuß zurück für Krieger 1. Einatmen, zieh die Hände über vorne nach oben, schau leicht hoch. Und ausatmen, senke die Hände wieder neben den Füßen. Einatmen, zieh die Arme über vorne lang nach oben, der Blick folgt. Ausatmen, senke die Hände, entspanne Kopf und Nacken. Tiefe Einatmung, lass den Brustkorb sich langsam heben und ausatmend aktiver Nabel. Auch hier beginnt der Atem etwas vor der Bewegung und endet nach der Bewegung. Und auch die Ausatmung beginnt ein bisschen vorher und endet nach der physischen Bewegung. Wir kriegen eins richtig langsam auf. Und ausatmen, bleibe hier, erde deine Füße. Tiefer Atem, der Blick geht zu den Daumen. In jeder Ausatmung zieh den Nabel nach innen und nach oben. Bleibe hier noch einige Atemzüge. Ziehe sanft das Steißbein Richtung Erde. Der Atem fließt gleichmäßig ein. Gleichmäßig aus. Senke die Hände. Steige zurück nach vorne für die Vorbeuge. Einatmen, komme halb hoch. Und ausatmen, falte dich zusammen für die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, schieb dein Herz sanft nach vorne. Ausatmen, Bauch und Oberschenkel finden zueinander. Einatmen, letztes Mal halb hoch. Und ausatmen, steige mit dem rechten Fuß für Krieger 1 zurück. Einatmen, zieh die Hände über vorne nach oben. Und ausatmen, senke die Hände auf der Erde. Tiefe Einatmen über oben, in die Seiten, in den Bauch.
kraftvolle, aktive Ausatmung der Oberkörper die Hände senken. In der Einatmung wie eine Welle richte den Oberkörper auf und wie eine Welle senke langsam wieder. Tiefe Einatmung, nach vorne ziehen die Arme nach oben lang. Ausatmen, senke beide Hände, entspanne Kopf und Nacken. Atme ein, die Füße erden gut, richte dich auf. Und ausatmend ein letztes Mal senke ab. Einatmend, richte den Oberkörper auf in Krieger 1. Ausatmen, bleib. Tief einatmen. Kraftvoller Nabel in der Ausatmung. Atme ein, der Blick geht leicht über die Augenlider nach oben. Ausatmend, erde deine Füße zum Boden. Tiefe Einatmung über oben in die Seiten, in den Bauch. Kraftvoller Nabel, in jeder Ausatmung werde leer. Atme tief ein, oben, Seiten, unten. Atme aus, senke deine Hände langsam zur Erde, steige nach vorne für die Vorbeuge. Einatmen, komme halb hoch und vertiefe in der Ausatmung nochmal die Vorbeuge. Einatmen, führe die Hände über vorne nach oben, richte dich auf. Ausatmen, Tadasana, Bergposition. In deiner Einatmung steige mit dem linken Fuß für eine Grätsche zurück, bring die Arme parallel. Ausatmen, senke deine linke Hand auf die Erde, zieh den rechten Arm nach oben. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, senke die rechte Hand, der linke Arm zieht nach oben. Im Wechsel, atme ein, richte dich auf. Ausatmen, die linke Hand erdet, der rechte Arm zieht nach oben. Einatmen, komme wieder hoch, Arm parallel zum Boden. Ausatmen, aktive Mitte, der linke Arm zieht hoch. Tiefe Einatmung oben, Seiten, unten. Ausatmen, immer wieder rotiere im oberen Brustkorb auf. Atme tief ein. Ausatmen, senke die rechte Hand, der linke Arm zieht hoch. Atme ein. Ausatmen, senke die linke Hand, der rechte Arm zieht nach oben. Einatmen, richte dich auf. Und für die gegrätschte Vorbeuge falte dich sanft zusammen. Atme tief ein, lass die Knie gerne gebeugt und entzieh in jeder Ausatmung den Nabel nach innen und nach oben. Der Atem fließt über oben in die Seiten bis in den unteren Rücken und kraftvoll entlässt er von unten über die Seiten nach oben den Körper. Erde mehr und mehr über die Fersen und Außenkanten und vertiefe die Dehnung, indem du das Gewicht auf die Fußballen bringst. Tiefe Einatmung. Kraftvolle Ausatmung. Atme tief ein. Komm im Oberkörper langsam wieder mit nach oben. Nimm die Arme mit. Und ausatmen für die Bergposition. Steige wieder an den Anfang deiner Matte. Atme ein über vorne für die Arme nach oben. Und ausatmen für die Vorbeuge. Bringe Bauch und Oberschenkel zueinander. Atme ein. Komme halb hoch. Und ausatmen, steige in zwei großen Schritten zurück, herabschauen. In der Einatmung, senke deine Knie auf den Boden, senke den Nabel, wölbe dein Herz nach oben. Herabschauen und in der Ausatmung. Wie eine Welle, senke deine Knie, wölbe dein Herz nach vorne für die Kuh. Kraftvoller Nabel in der Ausatmung, herabschauen und Erde über die Fersen. Atme ein. Senke den Nabel, wölbe dein Herz, die Knie senken. Ausatmen, runde, herabschauende und strecke die Beine. Tiefe Einatmung, senke die Knie, den Nabel, wölbe dein Herz nach vorne und nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund, entspanne Kopf und Nacken. Atme tief ein, bleibe. Und ausatmend, erde Daumen und Zeigefinger etwas aktiver.
herabschauenden Hund roll die Oberarme sanft nach außen weg von den Ohren. Und in jeder Ausatmung erde die Fersen etwas mehr Richtung Boden. Behalte die Länge im unteren Rücken. Und ausatmen, zieh den Nabel immer wieder nach innen und nach oben. Eine letzte. Und ausatmen, senke langsam deine Knie. Und komme in die Kindsposition. In deiner Einatmung über den Kniestand führe die Arme langsam nach oben, öffne den Brustkorb. Ausatmen, tauche ab für die Kindsposition, entspanne die Stirn. Atme ein, über den Kniestand schieb das Becken nach vorne, die Arme gehen nach oben. Ausatmen, das Gesäß geht zu den Fersen. Die Hände und die Stirn entspannen zum Boden. Tiefe Einatmen, richte dich auf, führe die Arme mit nach oben, wölbe den Brustkorb. Ausatmen, senke ab. Atme tief ein, schieb das Becken nach vorne, die Arme nach oben. Ausatmen, komme in die Kindsposition. Atme ein, oben, Seiten in den Bauch. Und in der Ausatmung bring deine Hände an den unteren Rücken. Schiebe sanft mit den Handflächen das Kreuzbein zur Erde, wölbe den Brustkorb. Und ausatmen, lehn dich zurück. Solltest du Beschwerden im Nacken haben, schau nach vorne. Wenn sich dein Nacken heute gut anfühlt, dann lehn dich gerne komplett zurück. Auch der Kopf geht in den Nacken, der Blick geht nach oben. Einige Atemzüge, durchflute die Vorderseite des Körpers und zieh aktiv immer wieder den Nabel nach innen und nach oben. Atme tief ein und erde gut über die Beine. In deiner nächsten Einatmung richte dich auf, bring die Arme über vorne nach oben, zieh dich lang und ausatmen, senke die Hände vor dir auf die Erde. Atme ein über den Vierfüßlerstand, senke den Nabel, wölbe dein Herz. Und komme zurück in den herabschauenden Hund in der Ausatmung. Einatmend hebe die Fersen an. Ausatmend steige in 2 Schritte nach vorne über den kreuzbeinigen Sitz. Bring die Füße parallel zueinander. Atme ein, die Hände sind an den Außenseiten deiner Knie. Wölbe dein Herz nach vorne, öffne die Knie. Und ausatmend runde dich komplett. Einatmen, der Brustkorb zieht nach vorne, die Knie öffnen zu den Seiten. Ausatmen, lehn dich zurück, dein Kinn geht zum Brustkorb. Einatmen, öffnen die Knie zu den Seiten, der Brustkorb öffnet. Ausatmen, runde, die Knie kommen wieder zueinander. Atme ein, von oben, Seiten in den Bauch. Und in jeder Ausatmung zieh den Nabel nach innen und nach oben. Atme tief ein, wölbe nochmal den Brustkorb und ausatmen, falte dich sanft für Tadasana, den Stern nach vorne zusammen. Schau, dass hier die Knie in einem 90-Grad-Winkel sind und wenn du hier den Raum hast, dann bring gerne deine Hände unter die Waden, die Handflächen auf den Fußspann. Lass den unteren Rücken lang sein, aber runde gerne den oberen Rücken und entspanne komplett den Kopf und den Nacken. Der Atem fließt gleichmäßig ein und gleichmäßig aus. Der Nabel zieht nach innen und nach oben. Entspanne hier die Gesichtszüge und den Kiefer und die Beine mit jeder Ausatmung etwas mehr zum Boden. Letzte tiefe Einatmung hier. Atme aus, werde leer. In deiner nächsten Einatmung, richte dich langsam wieder auf und ausatmend, bring die Knie wieder zueinander, roll dich auf deinen Rücken. Bring die Fersen Richtung Gesäß und ziehe einatmend die Arme über den Kopf, hebe das Becken an. Ausatmend, senke beides wieder, die Hände neben dein Becken zum Boden. Einatmend, hebe das Becken an, nimm die Arme langsam nach hinten und zurück. Und ausatmen, senke beides wieder.
Lass den Atem vor der Bewegung beginnen, nach der Bewegung enden und auch die Ausatmung beginnt ein bisschen vor der physischen Bewegung und endet nach der physischen Bewegung. Tiefe Einatmung, oben, Seiten in den Bauch, kraftvoller Nabel in der Ausatmung, entleere von unten nach oben. Atme ein, führe die Arme nochmal nach hinten, hebe das Becken an und ausatmend erde die Handflächen neben dem Körper. Schiebe einatmend dann das Becken nach oben für die Schulterbrücke, halbes Rad und ausatmend bleibe hier, wenn du möchtest, binde deine Hände ineinander. Tiefe Einatmung, der Brustkorb schiebt Richtung Kinn, kraftvoller Nabel in jeder Ausatmung. Atme ein, über oben, in die Seiten, bis in den Bauch. Ausatmend erde die Füße und die Arme zum Boden. Atme nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung senke das Gesäß und bringe deine Knie Richtung Brustkorb. Greife mit den Händen die Kniescheiben. Einatmen, strecke die Fersen Richtung Himmel, öffne die Arme zu den Seiten und ausatmen, zieh mit den Händen deine Knie zum Brustkorb ran. Einatmen, strecke die Beine nach oben, die Arme senken zu den Seiten. Ausatmen, mach dich klein und rund. Atme ein, die Fersen strecken nach oben, die Handflächen zeigen nach oben. Ausatmend, die Knie ziehen zum Oberkörper. Tiefe Einatmung, strecke deine Beine nach oben und ausatmen, mach dich nochmal klein und rund. Atme ein, schieb die Fersen dann nochmal Richtung Himmel. Ausatmen, ein letztes Mal, mach dich klein und rund. Atme ein, schiebe die Fersen Richtung Himmel, die Arme senken neben den Körper und ausatmen, bleibe hier. Tiefe Einatmung, du kannst hier auch gerne deine Knie gebeugt halten. Und in jeder Ausatmung entspanne das Kreuzbein Richtung Erde. Der Atem strömt gleichmäßig lang ein und gleichmäßig aus. Bleibe hier noch einige Atemzüge. Mit jeder Ausatmung entspanne die Gesichtszüge und den Körper Richtung Boden. Dann komme langsam für die Endentspannung zum Liegen. Öffne deine Füße hier, hüftweit auseinander, die Beine sind gestreckt und die großen Zehen fallen nach außen. Die Handflächen zeigen nach oben und die Arme sind etwas weiter entfernt von dem Becken zu den Seiten hin auf dem Boden ausgestreckt. Lass deine Augen geschlossen und den Blick ganz weich werden. Stell dir vor, du schaust auf einen inneren Horizont. Beobachte den Atem, das Körpergefühl und falls Gedanken auftauchen, dann lass sie wie Wolken weiterziehen. Verweile so noch einen Augenblick länger, komplett bei dir, komplett entspannt. In Shavasana. Und dann starte, wann immer du soweit bist, in deinen Tag.